Also wir machen jetzt einen Rundgang durch die Ausstellung Clemens Brosch, Kunst und Sucht des Zeichengenies ist der Titel der Ausstellung, die ja an zwei Orten in Linz zu sehen ist. Hier stehen wir vor dem Selbstbildnis von Clemens Brosch, das er mit 17 Jahren angefertigt hat von sich selbst. Ein sehr ernster Mensch tritt uns hier gegenüber. Das Gesicht, das dritte Gesicht sozusagen angeschnitten durch den Bildrand. Also man sieht schon hier, wie wichtig der Ausschnitt des Bildes für Clemens Brosch ist. Und hier sehen wir eine Radierung des Blöckensteiner Sees. Clemens Brosch war ja Wandervogelmitglied, er ist selbst oft mit seiner Familie gewandert und wir sehen hier vielleicht ein Familienmitglied am Ufer sitzend, auf den See blickend. Der Blick ist dem Betrachter weggewandt und Melancholie und Schwere kommt auch hier bereits in dieser sehr schönen Landschaftszeichnung oder Landschaftslithografie zum Ausdruck. Diese extremen Details, die wir hier auf diesem Blatt sehen, diese wunderbaren Kirschblüten, die hier fast plastisch ausformuliert sind, kombiniert er dann oft mit einem Blick in die Landschaft. Das kann man erst auf den zweiten Blick erkennen, dass man hier im Hintergrund eine Eisenbahn, einen Zug vorbeifahren sieht. Also dieser extreme Nahsichtigkeit dieser Blüten verbunden mit einem Blick in die Landschaft, das ist in diesen Jahren ganz charakteristisch für das Werk von Clemens Brosch. Clemens Brosch hat diese Touche-Feder-Zeichnung 1913 in der 7. Klasse gemacht. Er war damals gerade einmal 17 Jahre alt. Er identifiziert sich mit den Vögeln, die er darstellt. Er selbst schwebt im Himmel, ist einer dieser Vögel, die in einer großartigen, detailhaften Genauigkeit zeigt. Es ist fast so, als würde er mit einer Lupe oder mit einem Feldstecher auf diese Tiere blicken und er schwebt mit diesen Tieren über eine Landschaft. Man sieht ein Meer, man sieht Bauernhöfe und eben diese wunderbar gezeichneten Vögel in verschiedenen Ansichten. Clemens Brosch wirft neben seinen zahlreichen und sehr drastischen Darstellungen von Schlachtfeldern, von den Opfern, Soldaten und so weiter, aber auch den Blick auf die zivilen Opfer des Krieges. Da gibt es ein Blatt, das ganz besonders hervorsticht. Das ist dieses Blatt von 1916, in dem er verhungerte Flüchtlinge darstellt. Die Flüchtlinge liegen hier in diesem Straßengraben, sind bereits verstorben. Man sieht sogar einen Kinderwagen daneben liegen. Und oben fährt eben ein Fahrzeug, ein Auto mit Offizieren vorbei und würdigt diese Opfer keines Blickes. Im Gegenteil, diese Wagenräder spritzen da also noch zusätzlich auch auf diese Opfer ein. Johanna Brosch war wie Clemens Morphinistin und sowohl der Künstler als auch seine Frau haben die Einstichnarben versucht durch Handschuhe zu verstecken und so wird der Handschuh zu einem ganz wichtigen Symbol bei Clemens Brosch. Er ist zugleich auch ein Fetisch. Beide waren ja mehrfach auf Entzug in der damaligen Landeskrankenklinik Wagner-Jauregg. Wir befinden uns hier in dem Raum, in dem wir Werke von Klinger zeigen, die eben sich besonders eignen für eine Gegenüberstellung mit Clemens Brosch, die ihn also ziemlich sicher in seinem Werk beeinflusst haben. Am deutlichsten kann man das vielleicht erkennen bei diesem Blatt an die Schönheit. Das ist aus einer Mappe vom Tode von Max Klinger, also die Werke in dem Raum stammen aus verschiedenen Mappenwerken von Klinger, sind wirklich gezielt jetzt auf den Vergleich mit Clemens Brosch ausgewählt. Und bei diesem Blatt an die Schönheit kann man das eben sehr gut erkennen, wenn man es dann mit den verschiedenen Werken von Clemens Brosch vergleicht. Wir sehen eine sehr berührende Tusch-Pinsel-Zeichnung, ganz stark im Schwarz und Hell gehalten. Es ist ein Profil eines Menschen, vielleicht ist es Clemens Brosch zu entdecken, der eins wird im Schlaf, der eins wird mit der Natur, mit den Bergen und mit dem Universum. Clemens Brosch hat ja
17. Dezember 1926 Selbstmord am Linzer Pöstlingberg begangen, einen Bilanz-Selbstmord. Und dieses Bild ist vielleicht eines seiner wichtigen Vermächtnisse kurz vor dem Tod entstanden.